Wir haben heute wieder so eine Superlative. Wir haben heute nämlich das von Paulus niedergeschriebene längste Gebet. Aber keine Angst, das ist gar nicht so lang. Ich möchte mit euch das angucken. Ich möchte bewusst versuchen, das einfach mal so auszulegen, wie es da steht. Und jetzt fühlt euch nicht erschlagen, wenn ihr jetzt das ist auch das Thema, ein kraftvolles Gebet für dich. Fühlt euch nicht erschlagen, wenn ihr das jetzt so seht. Mir ging es einfach mal darum, dass ihr einfach so auf einen Blick mal so die Struktur habt von diesem Gebet. Ja, wir werden das aufteilen in drei Teile. Und ich lese es mal vor. Ihr dürft natürlich auch gerne, wenn ihr Bibeln dabei habt, aufschlagen. Es lohnt sich manchmal auch tatsächlich auch Notizen zu machen. Nicht, weil das alles hier so noch nie da gewesen ist, was ich euch sage, aber weil man sich das einfach nicht alles merken kann. Ja? Ihr habt vielleicht so ein Superbrain. Ansonsten, ich lese es einfach mal vor. Also, das ist ein Gebet von Paulus und das beginnt mit dem Vers 15. Darum lasse auch ich, man könnte jetzt Vers 14 zwischenschieben, nicht ab, für euch zu danken, in meinen Gebeten und an euch zu denken. Und jetzt kommen die zwei Punkte, für die ihr dankt, für, von eurem Glauben, euer Glaube an den Herrn Jesus. Und das andere von eurer Liebe zu allen Heiligen. Und jetzt kommt Paulus in die Fürbitte, wofür er nämlich betet, Vers 17, dass der Gott unseres Herrn, Jesus Christus, der Vater der Ehrlichkeit, euch gebe, a, den Geist der Weisheit und Offenbarung, in der Erkenntnis seiner selbst, b, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, kommt wieder so ein Dreiteiler, A, was die Hoffnung seiner Berufung ist, B, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist und C, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist. Und dann kommt das Gebet für Glauben, beziehungsweise der Glauben, der schon da war, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und dann im dritten Teil ein Gebet, wo er bewusst nochmal den Blick auf Jesus Christus richtet. Vers 20, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus. A, als er ihn von den Toten auferweckte, das kommt jetzt bald Ostern, ja. B, als er ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. C, Vers 21, als er ihn setzte hoch über jedes Fürstentum, jede Gewalt, jede Macht, jede Herrschaft, jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen. Und D, und als er ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben hat, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Amen. Das ist so ein Hammergebet. Und hey, nehmt es mal mit und betet da mal die ganze Woche drüber. Und meditiert mal, denkt mal darüber nach. Da steckt so viel drin, dass man sich fast gar nicht traut, darüber zu sprechen. Ja, das spricht eigentlich für sich. Es stehen natürlich viele Worte drin. Man kann es einfach so lesen, man kann es auf sich wirken lassen, man kann natürlich ein Wortstudium machen, man könnte über jedes einzelne Wort eine eigene Predigt halten, aber vom Zusammenhang her ist es wichtig, dass wir uns das komplett anschauen, dieses Gebet. Und das ist für dich. Darum heißt es das Thema auch, ein kraftvolles Gebet für dich. Gut, also der Grund des Gebets, den Paulus nennt, haben wir eben schon gesehen, euer Glaube an den Herrn Jesus und eure Liebe zu allen Heiligen. Als Paulus, wo ist der Paulus gerade? Im Gefängnis. Geht es nicht gerade so gut, ja? Als er vom Glauben und der Liebe zueinander der Epheser hört, konnte er nichts anderes tun, als Gott zu danken. Das hat ihn richtig auferbaut. Und natürlich auch ihnen zu danken, weil ihr Glaube und ihre Liebe der Beweis war, dass Gott in ihnen wirkte. Ich glaube, das hilft Paulus echt im Gefängnis und in dem Bewusstsein, dass er hat ja nur die Möglichkeit gehabt, über Brief zu kommunizieren, ja. Er hat nur die Möglichkeit gehabt, über Briefe zu kommunizieren und das wirklich sehr rar. Und eigentlich hätte es ihn richtig kribbeln müssen. Ja? Ich meine, der war ja nur 3 Jahre bei ihnen. Überlegt das, 3 Jahre war er dort. Da ist die Gemeinde entstanden, dann ist er weg. Und das schreibt er hier 5 Jahre ungefähr später. Und
boah, der muss doch gedacht haben, boah, das ganze Ding geht den Bach runter, wenn ich nicht da bin. Ja, ich hier, der große Paulus, der Lehrer, ich muss ihm doch alles erklären. Aber nein, er ist so begeistert, weil er weiß, sie haben es gecheckt. Sie haben es kapiert. Sie brauchen keinen Antreiber mehr und keine ständige Berieselung von außen. Da ist ein Movement entstanden, eine Bewegung. Und Leute, ich werde heute ein bisschen Bezug nehmen auf die Jesus Revolution. Wir hatten ja den Film am Freitag angeschaut. Und vielleicht wird sich den jeder auch von euch noch anschauen. Mir wurde das einfach nochmal so bewusst, nochmal ein bisschen eine Parallele zu ziehen. Zum einen zu den Ephesern vor 2000 Jahren, aber auch zu Jesus Revolution, die vor ungefähr 50 Jahren, oder ich glaube 50 Jahren begonnen hat. Und wo wir ja irgendwie noch so ein Ableger von sind. Ich habe euch noch ein paar Bilder mitgebracht. Diese Ereignisse damals vor 50 Jahren in Los Angeles, die wurden zu einer Bewegung. Man muss sich das vorstellen, da kamen ganz viele, hunderttausende junge Menschen, die waren auf der Reise, die waren auf der Suche nach Gott. Der Spiegel der Amis, das Times Magazine hatte getitelt, Gott ist tot. Ja? Und das war so, das war Vietnamkrieg und alles Mögliche. Und diese Leute suchten Antwort in Sex, Love, Rock'n'Roll, Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Und dann kamen die Leute zum Glauben. Sie gaben dem Heiligen Geist Raum. Und was da ausgebrochen ist, das war wirklich übernatürlich. Wie das eine Welle ausgelöst hat und wo die Hippies zum Glauben kamen und diese Hippies waren so erfüllt vom Heiligen Geist und brachten andere wiederum zum Glauben. Ja? Und es war wirklich das Wirken des Heiligen Geistes und nichts anderes. Ja, ihr seht hier im Hintergrund hier noch die Taube. Dreht euch mal um, wir haben jetzt hier da hinten. Das war unser Logo, die ersten 10 Jahre hing das in jeden Räumen, auf der Empore und unten. Ihr dürft dann gleich mal reinschauen im Livestream, ihr kommt nächste Woche in Gottesdienst, da guckt euch das auch an. Da hängt die Taube, die war eigentlich schon in der Mülltonne, die war schon in 1000 Einzelteile gebrochen. Ich habe sie mal grob zusammengeklebt. Und das Logo, warum erzähle ich euch das, weil das ganz viel mit dem zu tun hat, was wir hier haben. Das Logo war diese Taube, sind nicht Menschen, wir haben das auch im Film gesehen, ja, Menschen enttäuschen, Lonnie Frisbee und Chuck Smith, da gab es wirklich auch so ein paar negative Punkte, aber es war das Wirken des Heiligen Geistes. Und dann dieser Finger, der nach oben zeigt, das war ja dieses One-Way-Zeichen. Wir hatten ganz viele Aufkleber, da gab es damals, die wurden überall hingebeppert, ja, mit diesem Finger nach oben, der nach zu Jesus zeigt. Und Paulus, jetzt komme ich wieder zurück zu sprechen, Paulus, hier auf dem Punkt, er realisiert, diese Leute haben das kapiert. Was haben sie kapiert? Wir haben den Text vor 2 Wochen angeschaut, auch für alle nochmal zum Mitlesen, wenn du nicht da gewesen warst. Das ist eines der mega stärksten Texte überhaupt, der vorher, nämlich der längste Satz, den Paulus jemals gesagt hat. Sie haben verstanden, welche Segnungen sie in Gott haben. Und das war Paulus bewusst gewesen, ja. Sie wussten, wir sind erwählt, wir sind adoptiert, wir sind bevorzugt, wir sind erlöst, wir haben eine Bestimmung, wir haben eine Energiequelle des Heiligen Geistes in uns und wir sind versiegelt, ja. Das haben wir uns in allen Einzelheiten angeschaut vor 2 Wochen. Unbedingt anhören, nachhören, lesen, studieren, weil das wusste er. Sie sind gesegnet mit allen Segnungen in der Himmelswelt. Und deswegen kann Paulus jubeln und sich freuen. Ja, er sitzt im Knast, er sitzt in der Isolation, im Gefängnis, aber er sieht, Gottes Werk geht weiter, weil es das Wirken des Heiligen Geistes ist. Und wisst ihr, mit Glaube, und das ist interessant, er redet hier von Glaube und Liebe, hier in diesen Versen, dafür dankt er den Glaube, den sie hatten und die Liebe zueinander. Wir haben das Konzept ein bisschen umgedreht. Mit Glauben und Liebe verdienen wir uns nicht die Segnungen von Gott oder des Werkes Gottes, sondern Glauben und Liebe sind der Beweis, dass wir diese Segnungen in uns drin haben. Das ist der Punkt. Schau, das ist der Schlüssel. Und wenn du nämlich diese Segnungen hast,
muss ich eigentlich gar nicht, ich bin immer so krass, sage ich das jetzt mal, muss ich nicht darüber predigen, dass du in der Heiligung leben musst. Muss ich vorne nicht mit dem erhobenen Zeigefinger irgendwelche Sachen loslassen. Ich muss noch nicht mal über eine Welcome-Kultur predigen oder keine Hausaufgaben mitgeben. Die Chapel muss gar nicht alle deine Bedürfnisse ausfüllen. Es kann sogar sein, dass du mega enttäuscht bist von anderen Gemeinden, von anderen Pastoren, von dem, was andere gemacht haben, aber du wirst nicht abfallen im Glauben, weil du diese Segnungen in dir drin hast. Da kommt ein ganz zartes Amen. Und es ist tatsächlich so, weil du hast diese Power Gottes in dir drin. Du brauchst keine Antreiber und Gottesdienst, Gemeinde funktioniert nicht so. Wir haben, das ist bei uns so reingekommen, wir suchen uns eine geile Gemeinde, wo ein richtig klasse Worship ist und gute Predigten, ja, und unstoppable, untoppbar, ja, damit wir richtig heiß gemacht werden und dann, damit das so reicht für die nächsten 7 Tage. Ein völliger Blödsinn ist das. Sondern der Punkt ist, wir haben diese Segnungen in uns drin, durch Christus. Und da brauchst du keine Antreiber mehr. Dann kommt die Gemeinde Jesu zusammen und dann bildet die Gemeinde den Leib und wir verherrlichen Jesus. Und dann ist es nicht dieser mega Lobpreis, der vorne abgeht. Oh, heute war mal das Schlagzeug zu leise oder zu laut, es war gar kein Star, ich konnte gar nicht so richtig anbeten. Sondern sind wir es als seine Gemeinde, wo richtig die Post abgeht. Versteht ihr? Und das war das Geheimnis der Jesus People Geschichte. Und das hat sich multipliziert. Diese Leute, die sind zurückgegangen in ihre Heimat und so entstanden innerhalb von 10 Jahren zig Gemeinden überall. Und die Welt hat sich gefragt, die Christen haben sich gefragt, die etablierten Christen, wie ist sowas möglich? Und wisst ihr, Jesus öffnet diese Türen, das ist das Geheimnis zu den Segnungen. Und deswegen haben wir hier, darum nehme ich den letzten Punkt zum ersten Punkt, damit wir diese letzten Verse verstehen. Gebet für den Blick auf Jesus Christus. Wir waren getrennt durch Finsternis, unsere Natur, der Welt um uns herum, Sünde. Vielleicht ist der eine oder andere das auch jetzt noch. Und er hat es durchbrochen, indem Gott Mensch wurde, indem er auf die Erde kam, um uns zu erlösen durch sein Blut. Dafür starb er am Kreuz. Und dieser vermeintliche Verlust wurde zum Sieg. Darum feiern wir Karfreitag und Ostern. Jesus Christus, ja, das ist der erste Punkt, als er ihn aus den Toten auferweckte, Ostern. Und dann, ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Das ist wieder ganz wichtig für die Epheser-Christen, ja, weil die himmlischen Regionen, das definierte man, da kam die Artemis her, so wurde es gesagt. Ja, man hat sogar gesagt, dass irgendwie ihr Bild da vom Himmel gefallen ist. Und Paulus nutzt genau diese Vokabeln und sagt, in den himmlischen Regionen, da ist Christus, da ist Jesus, da kommt unsere Power her. Nicht hier von irgendwelchen irdischen Dingen. Was da oben abgeht in der Himmelswelt, das wäre noch ein anderes Thema für sich. Aber Gott selbst hat diese Verbindung geschaffen mit dieser Himmelswelt, ja, damit wir Söhne und Töchter von Gott werden. Klar, guck mal im Epheser 1, Vers 5, da heißt es, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Ja, das ist ein Teil dieser Segnungen. Und man fragt sich natürlich, können wir das überhaupt stemmen? Kann ich denn so würdig genug leben als Sohn oder Tochter des lebendigen Gottes? Ja? Das mussten sich auch die Epheser fragen. Umgeben von diesem ganzen Kult, umgeben von der Manipulation, umgeben von diesen Mächten. Und Paulus spricht das so aus über sie. Er sagte, hey, wisst ihr was? Christus, der ist in euch. Und der sitzt jetzt zu Rechten des Vaters und schaut mal, dieser Christus ist stärker, Vers 21, als jedes Fürstentum, als jeder Artemis-Kult, als jeder Riesentempel, als jede Manipulation, als jede Ausgrenzung, die diese Epheser erlebten.
jede Gewalt, jede Macht, jede Herrschaft und jeden Namen, ja, da spielt er wieder auf die Artemis an, der genannt wird. Übrigens auch heute, er ist auch größer als jeder Name, der dir vielleicht Angst macht. Vielleicht ist das ein Putin, ja, irgendwelche atomare Erstschläge oder Hamas oder sonst irgendwas. Er ist größer als jeder Name. Nicht allein dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen. Also keine Angst, ganz gleich wie groß die Autorität, wie die Gewalt, wie die Macht sein mag. Christus steht hoch über ihnen. Ja, ihr lieben Epheser, sie nehmen euch vielleicht euren Ruf, euren Besitz, euren sozialen Stand, aber dennoch, er ist größer. Größer ist der, der in uns ist, als der in der Welt ist. Amen. Und dann öffnen sich die Schleusen des Segens Gottes. Ist das nicht der Hammer? So gewaltig, so stark, so mächtig. Das ist die Öffnung durch Christus, durch den Glauben. Glaub an Jesus, komm zu ihm. Darum ist Jesus gekommen. Nicht, um dir was zusätzlich zu geben, sondern damit du zu ihm kommen kannst, damit du ablegen kannst. Deine Sünde, deine Schuld, deine Dunkelheit und alles hinlegen kannst. Und dann kommt er in dein Leben hinein. Und dann haben wir wieder hier Punkt 1 bis 7, die wir uns im Detail angeschaut haben. Und dann kommt noch das Letzte, dass er das Haupt über alles der Gemeinde ist. Jetzt geht mein Klicker hier nicht mehr. Ich muss eine Batterie einmal anschauen hier das. Ja, er ist das Haupt über alles in der Gemeinde, die sein Leib ist als die Fülle dessen, der alles erfüllt in ihm. Er ist das Haupt der weltweiten Gemeinde und er ist dein Haupt. Und das ist entscheidend. Ja, jetzt geht's doch wieder, guck. Lass uns mal zum nächsten gehen. Der nächste Punkt ist, habe ich jetzt irgendwie was falsch gemacht? Ja, da wollte ich eigentlich noch ein Bildchen. Ah, ich weiß nicht, warum ich das Bild reingetan habe. Das ist der Anfang von der Chapel, guck mal hier. Wie Gott sein Werk angefangen hat mit uns damals. Warum habe ich das überhaupt reingefügt? Ich glaube, ich habe es reingefügt deshalb, weil wir sind manchmal so überfordert mit dem, was Gott uns gibt oder geben möchte. Ja, das hält nicht mehr so richtig. Aber wisst ihr, mit Jesus ist alles möglich. Als Sarah und ich vor 25 Jahren hier nach Stuttgart kamen, und da war das alles zu groß für uns, wisst ihr, da war es alles so gewaltig. Aber dann einfach zu sehen, Herr, mit Blick auf Jesus, hier wieder der erhobene, also der Zeigefinger, nicht der, ja, sondern der zu ihm zeigt. Mit dem Blick auf Jesus ist alles möglich und er ist da. Und dann passiert was Interessantes. Zum nächsten. Dann betet er für Erkenntnis. Vers 17. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses. Sind viele, viele Worte drin, oder? Aber diese Worte sind ganz wichtig. James Packer hat mal Folgendes, ist ein Theologe, der hat mal Folgendes gesagt, das ist eine ganz wichtige Aussage. Er hat Folgendes gesagt, eine geringe Erkenntnis von Gott, Achtung, ganz, ganz wichtig, eine geringe Erkenntnis von Gott ist mehr wert als viel Wissen über Gott. Eine gewiss geringe Erkenntnis von Gott ist mehr wert als viel Wissen über Gott. Noch was, dein Leben als Christ wird den Unterschied machen mit dem Grad deiner Erkenntnis, die du hast, nicht mit deinem Wissen. Wir sind so getriggert, ja. Wir meinen immer, wir müssen Wissen aufbauen. Als ich damals zur theologischen Ausbildung ging, jetzt gehe ich hier rein und dann mache ich hier 4 Jahre Ausbildung und dann bin ich plötzlich Pastor oder sonst irgendwas. Quatsch. Das ist nicht der Punkt. Sondern es braucht Erkenntnis, es braucht das Verstehen,
was Gott in dir tut, was er macht. Und das erkläre ich mal anhand von diesen paar Begriffen, die hier stehen. Das ist nämlich ein Schlüssel. Übrigens, das war genau der Punkt, wenn wir nochmal auf die Jesus People schauen, das war genau der Punkt, der die Leute so, die etablierten Christen so verrückt gemacht hat und die Theologen so verrückt gemacht hat. Da war zum Beispiel dieser Lonnie Frisbee, den ihr hier im Original links seht, sieht richtig aus wie der Schauspieler, der kam zum Glauben und das war eigentlich ein menschliches Wrack gewesen. Aber der kam zum Glauben an Jesus und war so erfüllt vom Heiligen Geist und hatte so eine Liebe und hatte so ein Verständnis bekommen von Gott und seinem Wort, dass andere sagen, wie ist sowas möglich? Hey, ich bin schon seit 50 Jahren Christ, ich habe schon meinen Master in Theology gemacht und keine Ahnung. Und was will der denn da machen? Und das Coole war, dass der Chuck Smith diesen Leuten die Türe geöffnet hat. Er hat das gecheckt, ja. Er war ja auch ein Theologe oder so, aber er hat gemerkt, die haben was, was ich nicht habe. Ich habe viel Wissen. Ich weiß, wie man Predigten hält. 3 Punkte und allem schön strukturiert. Aber er hat gemerkt, die haben eine Erkenntnis, die ich nicht habe. Da war ja noch ein Baby gewesen. Wissen, die Dinosaur, Dinosaurier, aber Erkenntnis so wenig. Und das ist erst entstanden. Und schaut mal, hier gibt es ganz interessante Begriffe hier in dem Text hier. Ich ziehe das Pferd mal von hinten auf. Ja. Da steht Offenbarung. Könnt ihr lesen das Wort Offenbarung? Offenbarung ist, wenn etwas offengelegt wird, unverdeckt manifestiert sich etwas. Und ich glaube tatsächlich, um Gott zu verstehen, wenn du hierher kommst und sagst, ich will das mal lernen, alles, ich will das alles irgendwie verstehen und dann komme ich eventuell dann irgendwann zum Glauben, es funktioniert nicht, sondern es ist eine Manifestation, eine Offenbarung, auf die ich mich einlassen muss. Es ist nicht Wissen. Du brauchst eine Offenbarung, was Übernatürliches, was Göttliches. Und darum betet Paulus dafür, dass sie eine Offenbarung haben, ein Divine Appointment, eine göttliche Verabredung. Ja? Und dann steht hier Erkenntnis. Früher redet man viel von der Gnosis, ja? die Gnostiker, wenn du mal die alte Geschichte der Griechen anschaust, da ging es viel um Wissen und dann steht da Gnosis und hier steht Epignosis. Und bei der Epignosis, die hier steht, das ist eine Erkenntnis, die die ganze Person einnimmt und beeinflusst. Es ist eine Erkenntnis, die von Gott bestimmt ist und sich in Übereinstimmung zu Gott entwickelt. Ich zitiere mal einen Theologen, Epignosis ist ein Geschenk Gottes und spielt sich nicht nur in unserem Denken als pures Wissen ab, sondern verbindet sich mit unserem Glauben und ist somit eine Herzensangelegenheit. Epignosis kann nicht erlernt werden. Das ist ganz stark, ganz wichtig für uns. Merkt, das ist was Übernatürliches. Um das zu erfassen, muss ich mich darauf einlassen. Deswegen redet Paulus ganz häufig vom Geheimnis des Glaubens. Oder hier, Vers 18, er erleuchte die Augen eures Verständnisses. In deiner Übersetzung steht vielleicht, er öffnet die Augen deines Herzens. Das ist eine ziemlich interessante Metapher. Das Herz in der Bibel steht für den Kern, ist auch ein Zitat, das Herz in der Bibel steht für den Kern und das Zentrum des Lebens, wo die Intelligenz ihren Beobachtungsposten hat, die Erfahrung ihren Speicher angelegt hat und die Gedanken ihren Brunnen haben. Das ist das Herz. Und die offenen Augen ist die Aufnahmebereitschaft dafür. Also offene Augen des Herzens, was ist denn das für eine Metapher? Seit wann haben Herzen Augen? Stell dich mal vor. Ja, das ist einfach dieses Herz, das ist dieses Innere. Und jetzt öffne ich die Augen, ja, wenn einer die Augen aufreißt. Boah! Also so richtig sich dafür öffnen, sein Herz öffnen, alles öffnen, damit das einziehen kann. Ja, ich hab's kapiert. Und dann ist hier noch von Weisheit die Rede. Und das ist die Definition, göttliche Zusammenhänge verstehen und dann dementsprechend zu handeln. Und hier, Klammer auf. Und wenn Politiker und führende Menschen Gott ausklammern, diese Epignosis ausklammern, die Offenbarung Gottes ausklammern, die Erkenntnis ausklammern, und dann sehen wir, Entschuldigung, was dann rauskommt bei politischen Entscheidungen.
Und das ist so tragisch. Man kann jetzt sagen, wenn jetzt Politiker nicht mehr ihren Eid ablegen auf der Bibel, ach, das ist eh nur Tradition. Versteht ihr? Ob jetzt einer seine Hand auf die Bibel legt oder nicht. Aber das zeigt ein bisschen was. Wenn wir das ablehnen oder wenn wir als Gemeinde Jesu dieses Übernatürliche ablehnen, wo es hier steht, was Paulus im Gebet reinpackt, ergebe euch den Geist der Weisheit, der Offenbarung, der Erkenntnis, erleuchtet Augen eures Verständnis, dann geht es nicht weiter. Und wiederum, das war das Geheimnis der Jesus-People-Bewegung. Das war das Geheimnis von jeder einzelnen Erweckung. Und das wird auch unser Geheimnis sein. Das ist unser Geheimnis. Gottes Wille ist auch für heute Erweckung. Ruben Acciatore hat mal ein Buch geschrieben, das heißt Erweckung ist Gottes Verheißung und unsere Verantwortung. Als Greg Laurie, der Hauptdarsteller in diesem Film, der auch das Buch geschrieben hat und der den Film auch auf den Weg gebracht hat und auch wirklich beobachtet, geguckt hat, dass das wirklich richtig läuft, wurde nachher gefragt, warum gräbt man diese alten Lamellen aus, the good old days? Und dann hat er gesagt, hey, der Grund, warum ich diesen Film ins Leben gerufen habe, ist, den Menschen zu zeigen, schaut, was da passiert ist. Und lasst uns erwarten, dass das Gleiche heute wieder passiert. Als der Film letztes Jahr rauskam, das war im Februar, März oder so, parallel geschah Ashbury. Wisst ihr noch? Ashbury Revival. Okay, jetzt könntest du sagen, oh, das war auch wieder so ein Sturm im Wasserglas, so ein Strohfeuer. Glaube ich nicht. Als der Film rauskam, zur gleichen Zeit fing Ashbury Revival an. Das war übrigens auch so ein Ding. Die haben sich geweigert. Oh Mann, ich muss aufpassen, ich hole hier wieder aus. Aber da haben Leute, ich weiß, da haben hier die ganzen Superstars, ja, die kennt ihr alle mit Namen, die alle hier Einschaltquoten und so bei den Christen hier populär. Die haben alle angefragt, die wollten alle auf die Bühne mit ihren Worship-Teams und hier. Ich bin auch da, Halleluja, ohne mich läuft nichts. Ja? Und die haben die Türe zugemacht. Die haben gesagt, ihr könnt gerne kommen, aber ihr sitzt da hinten im Publikum. Das, was hier passiert, das ist Gott. Und das war so ein simpler Worship. Ganz einfach, simpel. So Allah, wenn wir das Lied auch singen, when the music fades, all is drift away, and I simply come into your presence. Ja, schaut, und das ist der Punkt. Und nochmal zurückzukommen. Paulus freut sich über den Glauben der Epheser und er freut sich über die Liebe, die sie zueinander haben. Er schreibt ja noch nicht mal die Liebe zu Gott, er sagt die Liebe, die ihr untereinander habt, weil es ist eine Folge von dem. Johannes schreibt das in seinem Brief. Hey, wie könnt ihr sagen, wir lieben Gott und ihr hasst euch einander? Das geht nicht. Ja? Aber es ist die Folge dessen, das zu erfassen, die Fülle in Christus. So, und wenn du das Indus hast, dann erlebst du das. Und dann dürfen wir wissen, und da setzt Paulus jetzt noch den Deckel oben drauf, was die Hoffnung seiner Berufung ist, was der Reichtum seiner Herrlichkeit ist, seines Erbes in den Heiligen und was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist. Damit ihr wisst, damit ihr versteht, Eido steht da im Griechischen, also auch nicht Gnosis, damit ihr es versteht, verinnerlicht, was die Hoffnung, wir wissen ja schon gar nicht mehr, was Hoffnung bedeutet. Ja, Hoffen ist so ein schwaches Wort im Deutschen, oder? Ich hoffe, dass der VfB irgendwann den Teller holt, den Pokal. Das ist vielleicht eher, für manche ist das eine Gewissheit, ja, aber tatsächlich ist die, da höre ich auch ein Amen, ist interessant, oder? Tatsächlich ist Hoffnung Gewissheit, das Wort. Du bist berufen als Kind Gottes, hier, die Hoffnung seiner Berufung, du bist berufen als Kind Gottes, als Sohn und Tochter, du hast eine glänzende Zukunft und es gibt so viel Hoffnungslosigkeit in der Welt. Und weißt du, was du bist? Hoffnungsträger. Da gibt es ja auch so Organisationen, die heißt so. Du bist ein Hoffnungsträger. Du trägst Gottes Herz in dir. Und du darfst es weitergeben.
Und das war das ist der Effekt einer Erweckung, ja. Das sind Menschen, die sind so erfüllt vom Heiligen Geist, die sind so on fire für Jesus, die haben das so in sich, dass andere sagen, was um Himmels Willen ist mit dir los? Und so hat sich das Ganze ausgebreitet damals und so wird sich das auch heute wieder ausbreiten, ja. Detlef Kühlein, der den Bible-Podcast macht, der sagt, gehe mit offenen Augen in deine Umwelt, an deinen Arbeitsplatz, in deine Schule, in deinen Freundeskreis, dann werden Menschen dich fragen nach deiner Hoffnung, die in Jesus gegründet ist. Nach dieser Gewissheit, nach dieser Erkenntnis, nach dieser Epignosis, nach der Offenbarung. Und dann heißt es weiter, und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Reichtum. Jetzt ist interessant, wir haben ja auch schon darüber geredet, dass wir Erbe haben. Ja, du hast jetzt Erbe, den Heiligen Geist, wir haben als Erbe das ewige Leben. Das hat Gott uns alles gegeben als Erbe. Aber hier steht was anderes. Wenn man mal genau hinguckt, da steht nämlich hier, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Wenn man das mal richtig vom Griechischen her aufdröselt, dann steht hier, wir sind sein Erbe. Nicht wir haben was geerbt, sondern Gott sagt, ich erbe euch. Was für eine mega Wertschätzung. Vielleicht nimmt Paulus hier Bezug auf 5. Mose 32. Da sagt er nämlich über Israel, über sein Volk, was übrigens auch heute noch sein Volk ist. Das sagt er in 5. Mose 32, Vers 8. Gott hat Heiden ein Erbe gegeben. Schöpfung, Leben und so weiter. Und dann sagt er zu Israel, aber ihr seid mein Erbe. Boah, so stark. Er bezeichnet Israel an einer Stelle als sein Augapfel. Und wer meinen Augapfel anrührt, Leute, und wir sind sein Erbe. Und darum bezeichnet er uns als seine Söhne und Töchter. Du bist sein geliebter Sohn, seine geliebte Tochter. Mehr brauchst du nicht. Hey, forget it, ja. Wenn wir manche Theologien haben, die sagen, ja, und wenn du das richtig machst, dann schenkt Gott dir noch dies und jenes und alles mögliche, Wohlstand und alles. Das ist so wenig. Es ist viel mehr, dass wir seine Erbe sind. Und das mal richtig feiern zu können, das ist richtig stark. Und dann heißt es im Vers 19 noch, das ist der dritte Teil, damit wir wissen, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist. Das ist auch so ein Satz, Paulus, man hat fast den Eindruck, der verzettelt sich hier. So wie bei seinem Bandwurmsatz da vor 2 Wochen, weil er so begeistert ist von dem. William MacDonald sagt zu diesem Satz hier nur, die Worte scheinen unter der Schwere der zu beschreibenden Wirklichkeit nachzugeben. Schön formuliert, ja. Es ist uns kaum möglich, zwischen den einzelnen Worten zu unterscheiden. Es reicht, wenn wir über die Unermesslichkeit der Macht staunen und unseren Gott für seine Allmacht anbeten. Darum benutzt Paulus hier ein interessantes Wort. Hier heißt es, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist. Man muss immer genau darauf achten. Das Coole ist ja, du kannst ja jeder von uns, wir als Laien, ich bezeichne mich da auch bewusst als Laie, ich bin hier kein Griechisch-Fuzzi, der da alles weiß und so, mir hilft halt der Computer dabei. Dieses Wort Größe kommt nur ein einziges Mal im Neuen Testament vor, dieses Wort hier. Ein einziges Mal und das benutzt Paulus genau hier, genau bei den Ephesern und in ihrer Situation. Hier steht Megathos. Ich hoffe, wir haben hier keinen Griechen unter uns. Megathos lehnt ein bisschen an mega, vielleicht mega groß, so kann man sich vielleicht überlegen. Ja? Megathos steht hier ein einziges Mal. Und dieses Wort hat so eine Dynamik, so eine Größe, das steht für Kraft, für Wirkung, überwältigend groß. Und jetzt folgendes. Jetzt hast du diese, da lacht jemand im Heiligen Geist. Ja. Jetzt hast du diese alles dominierende Artemis. Stellt euch das nochmal vor.
Dieser Riesentempel, erinnert euch vielleicht an das Bild, wo du vom Schiff aus kamst Richtung Ephesus und sahst es schon, diesen riesen Mainstream-Kult, die Denkverbote, das richtig Einnehmende, und das hieß das bezeichnete man damals als Megathos. Das Wort wurde benutzt für diesen ganzen Kult, für die Artemis und alles. Und jetzt kommt Paulus und sagt, so what? Hey Leute, das muss euch so egal sein. Ihr habt Megathos in euch. Ihr habt das in euch. Ja. Möchtest du da irgendwie einen Beitrag bringen? Oder habe ich das Wort falsch ausgesprochen? Okay, alles klar. Gut. Der Punkt ist, ich sage das Wort auch jetzt nicht mehr. Wiederholung, Vers 21. Jesus ist hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt und jede Macht und jede Herrschaft und jeden Namen, der genannt ist. Nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles unter seinen Füßen unterworfen. Und das ist die Kraft Gottes. Und diese Kraft Gottes ist in dir. Ja, und da schließt sich der Kreis. Und das ist wiederum hier, ich gehe nochmal auf dieses, ich habe es gar nicht mehr hier, genau, diesen Segen hier zu sprechen. Und das ist dieser Segen und das ist dieses Ganze, was sich zusammenbindet. Und das ist einfach das, was wir erkennen müssen. Und schaut mal, und da komme ich jetzt auf den dritten Punkt. Und keine Angst, dieser Punkt ist ultra kurz. Ich sag's mal so, ich weiß, das ist so ein Ding, was man manchmal auch sagt, du musst nur glauben. In Vers 19 heißt es, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die er hat wirksam werden lassen in dem Christus. Das alles muss sich mit Glauben verbinden. Aber wisst ihr, das ist kein dickes Ding. Du musst jetzt nicht, boah, er hat alles serviert am Tablett. Es liegt alles vor uns. Es ist wie ein Buffet. Du musst nur hingehen. Ja? Und das Coole ist noch, dass es dieses Buffet ja bereits da ist. Mir hat einer im Vorfeld, heute Morgen habe ich es noch gelesen, ich habe gesagt, ich bringe es noch in die Predigt, wenn es mir wieder einfällt, was du mir da gesagt hast. Er hat gesagt, hey, mir kam so dieser Eindruck, es ist wie so eine Zwiebel. Da ist im Kern der Zwiebel, ist das drin. Und das ist wie so, ja, eine Zwiebel, die schält man ja. Da gibt es die vielen, vielen Schichten, 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 Schichten. Und manchmal sind so viele Schichten da drum herum, so viele Einwände, so viele Dinge, die uns hindern daran. Und er sagte, es ist wichtig, dass wir diese äußeren Schalen, dass die einfach wegfallen. Und dann kommen wir zu dem Kern der Sache. Und dieser Kern der Sache ist da. Und da wieder, es braucht nur Jesus. Ja? Die Antwort heißt Jesus. Es ist eigentlich schon zu simpel, um wahr zu sein. Und das ist dieses Geheimnis, was wir haben. Und das verbindet sich, darf sich verbinden mit dem, in dem du zu Jesus schaust. Zu ihm, der gestorben ist für deine Schuld, für deine Sünde, der auferweckt wurde. Haben wir eben gelesen, ja? Der zu Rechten des Vaters ist, der die Verbindung geschaffen hat und der dieses alles wirkt. Und das passiert durch den Glauben, indem du einfach sagst, ja, Jesus, ich will das auch haben. Ich komme zu dir. Lass uns doch mal aufstehen und das ihm auch hinlegen.